Es wird hell, es haut dich auf den Sitz, es wird Zeit für mal Blitz. Und damit ho zu einem neuen Video und ihr seht heute eine eigenartige Facecam, aber aus dem Grund, dass ich krank bin. Und wenn ich krank bin, möchte ich mich aber auch nicht zeigen. Hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Die Sache ist die, kein Facecam, war krank. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich mitgekriegt. Das Video kommt am Dienstag, weil ich es davor nicht hingekriegt habe bisher, weil ich ja krank war oder immer noch bin. Und das ist eigentlich das Hauptthema dieser Story, dieses Videos. Ich kann schon gleich richtig reden, ne? Aber okay. Nächste Woche, also die Woche, die jetzt kommt, habe ich nicht wirklich Plan, ob und was kommt. Ich werde wahrscheinlich auch nicht streamen können, weil ich weiterhin krank bin. Und ich nicht streamen möchte, wenn ich krank bin. Ich habe was am Kehlkopf, das heißt, es ist immer noch nicht viel besser geworden. Ich darf eigentlich gar nicht reden. Ich mache euch dieses Video, damit ihr trotzdem Bescheid wisst. Aber es wird auch nicht so lange werden. Duskart und Covacation werde ich mich drum kümmern, wenn ich wieder fit bin. Und Streams ebenso. Streams kamen seit der letzten Folge keine. Videos kamen 4 Slow High Made Videos. Einfach aus dem Grund, weil die mir Spaß gemacht haben und ich dazu nicht extra reden musste. Deswegen konnte ich die super rausbringen. Genau. Okay, noch kurz zu den Kommentarfragen. Die werde ich jetzt einstellen. Und zwar werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde euch trotzdem noch Fragen stellen, aber die nicht mehr in den Kommentaren quasi festschreiben, was für mich zusätzlicher Aufwand ist. Und in den letzten 3 oder 4 Videos gab es keine Antwort auf meine Kommentarfragen und dann lohnt sich das auch gar nicht. Genau. Also, wir können ja mal anfangen. Also ich werde dann immer am Ende der Folge quasi dann die Kommentarfrage oder im Laufe des Parts die Videofragen quasi nehmen. Also kommentiert gerne eure Antworten auf die Videofragen. Dann werde ich in der nächsten Folge schon drauf eingehen. Aber ich werde jetzt nicht extra was in die Kommentare schreiben. Genau. Ich habe was Neues gibt noch. Als einzig Neues eigentlich. Ich habe den Anime The Promised Neverland geschaut. Fand ich eigentlich ganz gut. Und yes. Das ist eigentlich auch alles, was ich zu sagen habe. Aber nur, wenn ihr Bescheid wisst, die Woche wird wahrscheinlich gar nichts kommen in Sachen Streams oder Videos, weiß ich noch nicht. Damit ihr da Bescheid wisst. Bin krank. Husten sehr stark. Und im Kehlkopf habe ich was. Zwar keine richtige Entzündung, aber kurz davor quasi. Und ich muss mich echt schonen, denn normalerweise hätte es schon viel schnell besser werden sollen. Wo ich mich schone, wurde es aber nicht besser. Deswegen habt da bitte Verständnis. Ich will auf jeden Fall wieder weitermachen und starten, wenn ich wieder fit bin. Und yes, so ist es, ne? Dann sage ich danke fürs Anschauen. Videofrage dieses Mal ist: Hast du Promised Neverland schon geschaut oder wie findest du es? Das würde mich interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr wollt. Wenn ihr schon gesehen habt. Und yes, dann würde ich sagen, war es auch von dieser Folge. Eine sehr, sehr kurze. Aber ich wollte euch trotzdem noch quasi auf dem Laufenden halten. Und yes, damit ihr Bescheid wisst. Genau, das war's schon. Ciao, euer Mari, euer Zuckerfreak. Genau, auf dem anderen Kanal kommt auch nichts. Vermutlich. Denke ich nicht. Jo, ciao. So, was muss ich jetzt drücken? Lester, Facecam muss. So, das.